bin jetzt hier bei der S-Mod Berlin, der Internationalen Kunsthochschule für Mode. Die bieten Schnupperkurse an für Anfänger. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Schau jetzt mal, wie weit ich in einer Woche kommen kann. Dass man hat das Gefühl, dass sie reflektiert sich hier als Farbe, ein Foto. Die erste Hälfte von meinem Kurs hier an der S-Mod ist jetzt um. Ich habe gewickelt, ich habe drapiert, ich habe gezeichnet und mir irrsinnig die Finger zerstochen. Ein T-Shirt hört hier drin auf, einfach nur ein T-Shirt zu sein, und das ist natürlich gut, weil es einem wieder Respekt vor der Kleidung zeigt oder näher bringt. Andererseits ist es halt auch einfach nur ein T-Shirt. Ich habe in der Woche erstaunlich viel gelernt. Ich habe vor allem eine ganz gute Idee davon bekommen, wie aus einem Entwurf irgendwann ein fertiges Kleidungsstück wird. Spannend fand ich aber auch meine anderen Mitschüler. Natürlich waren da ganz viele Junge dabei, die gerade noch in der Schule sind und jetzt diesen Sommerkurs gemacht haben, um rauszufinden, ob sie hinterher hier auch studieren wollen. Es waren aber auch ganz viele dabei, die so wie ich bereits seit Jahren im Beruf stehen. Zum Beispiel eine Apothekerin aus Beirut oder ein Änderungsschneider aus London. Und es zeigt eigentlich ganz schön, dass Mode nicht nur so was Oberflächliches und ganz Banales ist, sondern dass es immer eine gewisse Faszination ausübt und dass es eigentlich nie zu spät ist, sich damit zu beschäftigen.